Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 19 im DNLS 19 Live 3 Projekt. Und wir sind hier am Ernten, meine lieben Freunde. Räpschen am Ernten. Und jetzt gleich werden wir direkt mal rüberfahren zum nächsten Feld. Und ja. Also irgendwie bei jedem Projekt fängt es immer mehr an zu ruckeln, ey. Ich glaube, wir sind einfach zu viele Leute immer drauf und zu viele Mods oder so. Ich weiß es nicht. Oh, da schreibt jemand Stopp. Ich pausiere mal ganz kurz. Es geht gleich weiter. So, meine lieben Freunde, es geht weiter. War ein kleines Missverständnis. War ein kleines Missverständnis. So. Aber da haben wir schon mal... Da fällt er mir ja gleich schon fertig. Und 6630 Liter haben wir da schon mal drin. Das passt, würde ich behaupten, meine lieben Freunde. Das passt, würde ich behaupten. So, komm. Drescher, gib Yumi. Wir müssen fertig werden, das LU kommt gleich. Und damit das vielleicht schneller wird, soll ich auch vielleicht die ganze Arbeitsbreite nehmen, ne? So. Das fällt gar nicht so aus. Zack. Das passt, meine lieben Freunde. Das passt doch hier wie die Faust aufs Auge. Wieder Telefon, hallo. Mesa. Hallo, Mesa. Ja, pass mal auf. Ich habe ja vom LU die Milchproduktion leer machen lassen, ne? Also ja. Die sollten die Sachen verkaufen. Ja. Das hat uns 3.800 Euro gekostet. Ja. Aber wir haben ja auch den ein oder anderen Euro eingenommen dadurch. Was haben wir denn eingenommen? Ja, so ungefähr 129.000. Pass auf, ich habe jetzt 218.000 auf dem Konto. Ich würde jetzt die restlichen 200.000 von unserem großen Einkauf bezahlen. Vicon und so weiter und Mähdrescher. Ja. Dann sind wir in der Richtung schuldenfrei. Ja. Und ich werde nachfragen, wie viel von deinen Finanzierungen noch offen ist, von diesen Traktoren da. Ja. Und fragen, was das kostet, das auszulösen. Das wäre dann Step 2, dass wir dann komplett schuldenfrei sind. Ja. Ich habe hier gerade die Eriksen-Brüder hier auf dem Feld gesehen. Die habe ich mal eben gestoppt, dass sie da aufhören sollen, das zu pflügen. Ja. Da ist auch Raps drauf. Den Raps werde ich natürlich auch ernten. Den kriegen, haben wir umsonst gekriegt. Die wollten fertigen Raps umpflügen? Ja, warum, weswegen, weiß ich nicht. Aber das wollten sie. Ich habe gesagt, stopp, stopp. Und ich ernte das jetzt für die. Darf da die Einnahmen behalten. Das würde ich dann auch direkt verkaufen. Also Ja, direkt unten beim Landhandel. Ja, das war eigentlich geplant für die Schweine. Aber bei 20 Schweinen brauche ich die ganzen Mengen nicht. Deswegen direkt weg. Sehr schön. Ich verkaufe jetzt die Ballen erstmal, dass wir ein bisschen hier, ne? Ja. Und so. Und ja, dann läuft es doch, Alter. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Gut. Ja, dann mach das so. Das hört sich gut an. Ja. Und ich, wie gesagt, ich telefoniere mal mit dem Händler. Ja, alles klar. Okay, bis dann. Alles klar, Mesa, bis später. Tschö. Also mit dem Mesa, da habe ich ein echt gutes Los gezogen. Der ist nicht so egoistisch. Weißt du, hier, guck mal, dann frage ich mal, wie es bei dir noch rüber ist. Guter Mann, meine lieben Freunde. Ja, klar, mal ohne Scheiß, Leute. An alle aktiven Leuten, ihr geht jetzt da mal rüber zu dem guten Milo und dann ballert ihr mal in die Kommentare. Ehrenmann. Ohne Scheiß. Sagt ihr Grüße von Freezy, schreibt ihr noch dazu, schreibt ihr Hashtag Ehrenmann, Grüße Freezy. Ohne Scheiß. Der hat das mal wirklich verdient. Da ist ein Mann, da kann man sich auch drauf verlassen. Das finde ich so nice. Solche Menschen gibt es auf der Welt leider viel zu wenig. Schreibt das mal. Bitte. Macht mal alle mit. Das wäre echt nice von euch. So. Ich habe immer Angst, wenn ich so fahre, dass der Drescher umkippt. Ja, dann sieht immer so aus, als wenn er gleich hier. Whoop, die Biege so macht, so vom Feld runterkullert. Bum, 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 bum.
So. Direkt rüber da. Oh, schaffe ich das? Oh ja. Oh, das ist ein gutes Feld hier. Das ist ein gutes Feld. Aber ich werde da vorne drehen, damit ich das Rohr immer außen habe, damit ich direkt abtanken kann. Das werde ich so machen. Jetzt wollen wir mal eben hier rückwärts fahren. So. Das passt doch super hier, hallo? Ja, Max hier. Jo, moin Max. Pass auf. Ich habe jetzt die 200.000 bezahlt. Ich bin jetzt schuldenfrei. Ja. Und du stehst noch 120 Raketen in der Schuld. Ja. Aber die habe ich locker zusammen, wenn die Ballen weg sind. Die würde ich dann einfach auch noch bezahlen. Dann sind wir beide komplett schuldenfrei. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwo anders Schulden? Hoffentlich nicht. Nee. Nee, 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 nee. Okay, gut. Bei keinem Bauern Bei oder keinem LU Bauern, oder was weiß ich. nein, nirgendwo. Ah, sehr schön. Das heißt 120 Dübel noch an Maschinenhandel und dann war's das. Oh Ja, ne, das Dübel ist ist. jetzt vielleicht verwirrend ausgesprochen. Weißt schon, hier Geld und so, 120.000. Ja. Das passt. Ist doch super. Ja, geil, oder? Dann haben wir sogar beide schuldenfrei, das läuft. Können wir ganz entspannt ins Leben starten. Das wohl wahr. Alles klar. Alles klar, Mesa. Ey, Mache ich das so? ich verkaufe auch direkt, wenn. Du musst das dann nicht immer alles selber bezahlen. Also ich kann da auch Doch irgendwie. eh ein Konto, Quatsch. Ich weiß nicht, Maschinenanschaffung brauchen wir jetzt eigentlich keine mehr, würde ich sagen, oder? Also ich wüsste jetzt nicht was. Es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, wo das bräuchten wir. Das Einzige, wo mich jetzt noch kribbeln würde in den Fingern, wäre die Kuhställe komplett voll zu knallen, bis nichts mehr Ja, geht. das wäre auf jeden Fall noch eine Idee, ja. Und Mischfutter kaufen. Ansonsten würde ich keine Investitionen mehr sehen. Würde ich auch so sagen, ja. Weil die Wiesen sind jetzt alle wieder bereit. Das heißt, wir müssen nachher nochmal eine große Mähsession ziehen. Ja. Mit Präparessen und so ein Kram. Und dann ist ja eh schon vorbei, sozusagen. Ja. Okay. Stimmt. Ja, gut. Jetzt war ich mal eben außerhalb des RPs. War das zweite Folge mit der Ankündigung Ja, die war jetzt. da? Was war das nochmal, was wir ankündigen mussten? Naja, das. Es ist jetzt die Sonntagsfolge. Genau, das ist die Sonntagsfolge, ja. Das quasi. Naja, es ist halt jetzt der letzte Aufnahmesession. Also, wir haben. Ja, erzähl bitte weiter. Das halt sagen. Ja, genau, meine lieben Freunde. Das. Das ist jetzt die letzte Aufnahmesession und danach geht's Ja, also die vorletzte, gell? Also, wir haben jetzt vorletzte. nächste Woche Donnerstag. Ah ja, Wenn ihr genau. das seht, die Folge Donnerstag haben wir nochmal Aufnahme. Und das ist dann das letzte Mal. Und dann geht's in den Livestream ins Finale. Aber ich denke, das sagen wir nochmal zusammen oder so. Weiß ich nicht, ob das Ja. einzeln geplant ist. Okay. Ja, gut. Weiß ich nicht. Ja. Gut, nee, Gut. dann weiß ich Bescheid. Dann mache ich das so und dann kannst du ja melden, wenn irgendwas ist. Genau, mache ich so. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. So, jetzt nochmal eben vernünftig und in Ruhe. Das ist jetzt die vorletzte Aufnahmesession. Das ist jetzt die Sonntagsfolge. Nächste Woche nehmen wir dann nochmal auf. Und dann ist Schluss. Wenn ich das jetzt richtig sage. Ja, nur damit ihr da Bescheid wisst. Danach wird der Sieger gekürt.
schauen wir mal. Die Kriterien habt ihr ja gesehen in den Videos. Also hier geht es nicht darum, wer das meiste Geld hatte oder so. Aber ja, damit ihr da Bescheid wisst. Ich würde auch darum bitten, meine lieben Freunde, auch wenn ihr, es gibt ja manchmal so Leute, die haben mehr die Freezy-Zuneigung, dafür eine Abneigung beim McManus oder eine Abneigung zu irgendjemand anderen. Es wäre aber trotzdem sehr, sehr lieb, wenn ihr fair abstimmen würdet. Ja, wenn ihr meint, ja, oh, da war der besser, dann tippt das auch bitte so ein, meine lieben Freunde. Ist überhaupt gar kein Problem. Wir gewinnen lieber fair, als irgendwie zu schummeln. Ja, wisst ihr, was ich meine? Genau. Aber das muss ich euch ja nicht erzählen, ne? So. Dann ernten wir mal das Feldchen jetzt hier. Mal eben einen Schluck trinken, aber warte. Das mache ich jetzt gleich, wenn wir auf der Gerade wieder sind. Eben hier ein bisschen nach vorne ranfahren. Zack. Das passt doch. So, so, so. Komm schon. Oh. Also jetzt mit dem neuen Drescher hätten Mesa und ich vielleicht schon ein R machen sollen. Weil damit machst du ja richtig Quadratmeter hier. Quadratmeter! Damit machst du ja richtig Meter, so, das wollte ich sagen. Ja, ja, flex nur du mit meinem Deutz, du. Hilton! Ja? Meine Frage. Ja. Mein Bruder ist noch nicht da, aber dein Fan, den du da vorne stehen hast, ne? Ja. Können wir uns den kurz ausleihen? Ja, klar. Ich meine, guck dir das mal an, was wir hier haben, ne? Eine Leistung, ich meine, ich setze mich hier rein. Ich gebe Vollgas und der schafft diesen drei kleinen Flug nur mit 2 km/h hier, ne? Ja, ja. Aber mein Bruder kommt mit was um die Ecke, das soll's wohl schaffen. Ja. Da kommt er schon. Siehst du, warte, Hilton, warte kurz. Vielleicht schafft er's. Kannst du kurz helfen beim Umkuppeln? Ja, ja, klar. Hier, mach mal unten bitte raus. Ja. Ach, so. Ja. Ach, der sackt hier fast ein. Ja. Häng mal davor, Bruder. Bin ja schon dabei. Oh, warte. Ja. Ja, keine Leistung, diese Dinger, ne? Hm. Diese neuen Plastikplunder, alles. Ja. Ich möchte euch zwei ganz gerne, oder eher gesagt dir, eine Geschichte erzählen. Ja, mach das. Es gab mal einen ganz witzigen jungen Bengel. Ja. Der dachte so, oh, ich verarsch mal so eine Person. Ziehen ein bisschen auf. Und pass auf! Pass auf! Jetzt kommt der Witz! Ja! Die andere Person, die er ärgern wollte, hat ihn einfach angezündet. Oh, das ist aber komisch. Das sag ich dir. Wie kann sowas denn passieren? Weiß ich auch nicht. Aber
Sei froh, dass du noch so ein 681 hast, ne? Die alten die alten Metalldinger, die haben noch gut Leistung. Junge, sei froh drüber. Sabber dir das letzte nicht voll und geh da flügen, ey. Mein Gott. Der kleine Geier, ey. Dann kriegt er wieder. Ach ja. Nein, lieben Freunde, Spaß muss sein, ne? Das wäre ja langweilig, wenn kein Spaß da wäre. Viel Spaß, Olaf! Jo, danke dir auch. Ich glaube, du hast den Trecker angelassen. Ja, echt? Ich meine schon. Hört sich so an. Oh ja, tatsächlich. Danke. Ja. Ach, morgen ist ja schon Freitag, ey. Eieiei. Ich wollte doch schon sagen, das ist gar nicht gedüngt hier. Ja gut, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Hauptsache man hat es. Es gibt ja Geld. Und man hatte damit keine Arbeit. So. So, jetzt wieder mal dunkel, hier machen wir mal Licht an, ne? Uiuiui. Ah, Mann, ey! Oh, Entschuldigung, bin ich gerade hier ein bisschen abgelenkt. Leute, ey, am Panzerband, das klebt einfach alles. Das sitzt bombenfest. Als wenn es nicht kaputt wäre. Sieht aber nur scheiße aus. Ich hoffe, dass ich jetzt ganz schnell die Razer-Dinger da kriege, ey. Ach ja, früher war alles besser, du. Früher war alles besser. So, jetzt muss ich aber mal nebenbei hier was nachschauen. Während ich hier am Dreschen bin. Fehler beim Verbindung. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist jetzt hier los? WLAN aus. Gucken, ob es jetzt lädt. Hä? Oh. Technik in Deutschland, meine lieben Freunde. Kann man so ein bisschen leicht knicken. Ach, dann leg mich doch am Arsch.
Ja, noch nicht. Warte mal, ich könnte ja hier. Das müsste ja klappen. Oh, dann sind wir hier oben ja schon fertig. Das läuft ja. Es geht ja vorwärts, meine lieben Freunde. Es geht ja vorwärts. Aber die Zeit ist auch schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.